Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, glaube ich nicht. Der kleinen Kamera. Eine irre Brücke. Und da gibt es einen tollen Stellplatz. Den zeige ich euch jetzt. Seid gespannt. Sah es auf den Bildern sehr toll, sehr schön aus. Das ist also ein Riesental hier. Wow, auch hier so ein grandioser Blick aufs Tal. Was die Franzosen ja machen, die legen ja diese Raststätten oder diese Picknick-Areas an den Autobahnen, machen die ja immer sehr, sehr schön. Also, das gefällt mir schon gut. Da gibt es in Deutschland tatsächlich noch ein bisschen Luft nach oben. Was die Raststätten angeht. Ja, und dann sind wir auch schon hier an dem Stellplatz. Aber kein extra, doch da ist mit Anhänger. Einer hinter mir. Mit Wohnwagens. Wohnwagen sind wir ja nicht. Da muss ich mich auch erstmal orientieren. Ja, und das wäre dann euer Blick hier. Not so bad, hä? Ja, hier schon mal so den ersten Blick. Da hinten seht ihr so eine Aussichtsplattform. Da solltet ihr auch hingehen. Da kann man schön gucken. Also auch wenn man hier nicht übernachten will, lohnt es sich hier mal kurz Pause zu machen und sich dieses gigantische Bauwerk anzuschauen. Schaut mal selber. Ja, ist schon... Knallt schon, muss ich schon sagen. Ist im Original natürlich noch ein bisschen spektakulärer, aber vielleicht bringe ich es ja so ein bisschen rüber auf den Bildern. Aber darüber hinaus hat man noch einen sehr schönen Blick überhaupt ins Tal. Ja, riesengroß. Ja, hat schon was. Ja, hier mal ein Blick von ganz oben. Ist eigentlich eine große Parkplatzfläche, aber hier kann man wohl über Nacht stehen, wenn man das möchte. Und wenn man den Autobahnlärm möchte. Gibt also hier auch eine Fähr- und Entsorgung, zeige ich euch gleich. Ja, Visit Center, Toilette, prinzipiell alles, was man braucht. Und eine sehr schöne Sicht aufs Tal. Ja, unten vom Parkplatz, Stellplatz, da führt so ein Weg hier hoch. Ne? Und dann hier hoch, also das ist sehr, sehr steil. Ist nichts für Rollstuhlfahrer oder für Menschen mit Behinderung, also schlecht laufen oder so. Also die schaffen das, glaube ich, nicht hier hoch. Also ich meine natürlich keineswegs despektierlich, sondern nur, dass keiner so in die Falle reinläuft. Ne? Ja, da vorne die blaue Säule, seht ihr vielleicht. Das ist die Versorgungssäule und dann davor sind halt 7 Stellplätze für Wohnmobile. Der Rest sind Parkplätze. Gut, ich passe natürlich immer in so eine Lücke. Aber für die, die größere Wohnmobile haben, werden die auch fündig. Hier ist die Fähr- und Entsorgung, wie ich eben schon sagte. Die ist im Moment out of order. Also Wasser kriegt ihr hier nicht, aber ihr könntet im Winter halt auf jeden Fall Abwasser und Toilette loswerden.
Ja, sauber und ordentlich. Von der Autobahn hört man jetzt hier unten nichts oder so gut wie nichts. Also hier kann man auf jeden Fall eine Nacht stehen. Ja, und vor allen Dingen kostenlos, ne? Also das ist schon erstaunlich. Wobei in San Francisco, wenn ich das mal so noch erwähnen darf, stand ich auch mal auf so einem Parkplatz direkt mit Blick auf die Frisco Bay und auch auf die Bridge. Und da kam die Polizei und die hat ausdrücklich gesagt, wir dürften da stehen bleiben. Und die Plätze waren echt teuer da in Frisco. Haben wir uns sehr darüber gefreut. Also es gibt halt auch nette Gemeinden, ne? So, hier haben wir noch einen kleinen Lageplan. Den blende ich euch auch noch eben ein. Wobei, viel zu wissen ist hier nicht. Ich stehe jetzt hier, da ist die Brücke, den Weg hier hoch. Also das Stück Weg hoch geht, aber das letzte, das ist schon ziemlich steil. Müsst ihr wissen. Oder der ein oder andere sollte es wissen. Ja, ja, stellplatztechnisch gibt es jetzt hier nicht viel zu berichten. Aber ich dachte, ich zeige euch mal den Platz. Ist auf jeden Fall ein Stopover wert. Und je nachdem, wie ihr unterwegs seid, kann man hier vielleicht auch eine Nacht übernachten. Und den Sonnenaufgang hier zu erleben, also frühzeitig aufzustehen. Und dann die paar Meter da zu der Aussichtsplattform zu gehen, um den Sonnenaufgang zu erleben, ist sicherlich nicht so dumm. Also wer an solchen Fotos, ne, Spaß hat. Ja, in dem Sinne wünsche ich euch wie immer einen schrottfreien Flug. Kommt gesund an, wo immer ihr hin möchtet. Bis dann. Tschüss.